Es schifft im Moment draußen ja so, dass der Parkplatz am Volksparkstadion zum Notfallstopp für Anreisende zum großen Metal-Festival in Wacken eingerichtet wurde. Denn Heavy-Metal-Fans aus dem Süden sollen vorerst nicht auf den aufgeweichten Platz in Schleswig-Holstein fahren. Heiko Sander ist für uns live am Volkspark. Heiko, was erlebst du da gerade? Ja, also die Wacken-Fans, die sind gestrandet hier auf dem Parkplatz Rot direkt am Volksparkstadion. Und es sind wirklich Dutzende, wenn nicht Hunderte hier. Man sieht das hinter mir, überall die ganzen Autos. Die Leute haben halt ihre kleinen Zelte aufgebaut. Und man sieht auch hier, dass die Leute mittlerweile die Party im Grunde genommen hier jetzt beginnt. Man sieht hier die Leute, die sich hier gefunden haben, die gar nicht zusammengehören. Habt ihr denn genug Alkohol dabei? Ja, jede Menge. Was sind das für Kanister? Das ist Met. Einmal Kirschmet und einmal der normale Wikingermet. Sehr gutes Getränk. So, und dann könnt ihr morgen auch nicht mal weiterfahren, oder? Doch, oh, natürlich, selbstverständlich. Also, Sie gehören jetzt auch gar nicht hier dazu, ne? Nein, nein. Wir sind dazu. Also wir haben uns hier kennengelernt, weil es hat so geregnet. Und wir haben gefragt, ob wir uns hier unterstellen können. Und zack, sind wir dabei. Und zack, geht die Party los hier, das Ganze. Und hier drüben werden auch jetzt gerade schon die Wacken-Gladiatorenkämpfe ausgetragen. Na, klappt das noch mit dem Horn? Nein, nicht mehr. Heute nicht mehr. Ja, also man sieht, die Stimmung ist gut. Die Wacken-Fans sind jetzt hier. Man weiß noch nicht ganz genau, ob die Party hier vielleicht mehrere Tage geht. Vielleicht wird der ein oder andere tatsächlich gar nicht mehr das Festivalgelände erreichen. Bei mir ist jetzt hier noch die Parkplatzverwalterin Anja von der Parkplatzverwaltung Hamag. Sag mal, ihr habt das hier organisiert. Wie viele Leute sind geschätzt jetzt hier? Wie viel Platz habt ihr denn noch für die Party hier auf dem Parkplatz? 200 Autos sind es geschätzt. Wie viele Leute, das kann man ganz schlecht sagen. Kommt ja immer darauf an, wie viele im Auto sind. Wir haben noch 2000 Parkplätze frei auf diesem Parkplatz, haben aber noch Ausweichmöglichkeiten, auf 3 andere Parkplätze zu gehen. Und wir hoffen, dass morgen früh noch 30 Dixie-Klos kommen. Ja, das wäre vielleicht besser, ne? Aus hygienischen Gründen. Also man sieht, 0,nix ist jetzt hier eine Party auf dem Parkplatz entstanden. Und es gibt ja Erlebnisse, die sind im Nachhinein, wenn man sie erzählt, dann besser. Wer weiß, wer tatsächlich morgen weiterfährt und wer das Festivalgelände jemals erreichen wird. Dankeschön, Heiko und Sander, für diese besonderen Eindrücke live vom Volkspark.